Somit grüßt ihr zurück bei 7 Days to Die. Diesmal allerdings nur in einer halbstündigen Aufnahme. Ich habe mir gedacht, nachdem die letzte so viel Spaß gemacht hat, wir wieder mal gestorben sind, habe ich mir gedacht, wir werden das ein bisschen weitermachen, damit es auf meinem Kanal nicht so langweilig ist. Weil da schlaubt da wahrscheinlich der Fußpilz sein nebenbei, ne? Stop staring, asshole. Ey, was ist mit dir, Alter? I'd shake your hand, but I'll bet you got dysentery. Tagebuch des Jägers, die braucht man nicht. Braucht man Vitamine? Raubkatzen. Das werden wir früher brauchen, glaube ich. Ja, das war nicht so weit weg. Well, come to think of it, I do have a tech. Let's get one thing straight. You're not working with me, you're working for me. Ja. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. Militärweste, die schaut geil aus. Also wenn man, wo ich mir mehr Geld mit. Munition, Waffen. Also, sie traurig findet, dass die. Okay. 1800. Nur zu rausgehen. Wenn ich jetzt der Day kauf. Und Day kauf. 828. Jetzt überlege ich nur gerade, Entschuldigung. Hast du was? Wir nehmen zur Vorsicht den anderen mit. Das Geld haben wir ja noch. Gut. A sale is a sale, even if it's to a scumbag like you. Ja, ja. Hast den ganzen Tag geschimpft. Halten wir uns an. Na, das will man kalten. Da hau ich lieber das weg. Wurscht, wir bleiben mal so, wir verbleiben mal so, genau. No refunds, deal's done. Now beat it, fucker. Oh. Du siehst, was sexuelle Frustration und sexuelle Unausgeglichenheit verursachen kann. Da laufst du immer dumm wie alter frustrierter Sauschädel. Erst Kali, haben wir den Kopf vom führenden Auslag. Wieso ist er ein Schweinskopf drin? Der erste Teil vom Bockerer, der war so geil. Heben sie den Hand vom Gruß des Führers. Wieso die
geht die linke Arme, meine rechte aber verstaucht so. Wir laufen eigentlich in die falsche Richtung, ich sag, das ist eh klar und du sagst nichts. Wenn du eh siehst, dass ich da mal dumm scheiß, wieso sagst du nix? Mein Gott, nein, mit dem mach ich was mit, hörst. Oh. Der ist auch voll. Jetzt bin ich wenigstens ein bisschen in Sicherheit. BZW? Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was, mit was wir uns wehren können. In einer Welt, die so grausam ist. Dass du wahre Liebe glatt vermisst. Ein guter Spruch zur rechten Zeit erhebt des Knaben Männlichkeit. Hm, nö. Okay. O'Malley-Scheiße da. Die könnte man machen. O'Malley. Oats. Also Kiste, schau. Also na, die ist da drinnen. Spiel, wie soll ich denn an das zugekommen, wenn du mir so schön das alles verdurst? Wirklich, das ist nah. Oh nein, das alles schon hätte. In zig Millionster Ausführung. Naja, dafür haben wir wieder ein bisschen Holz gewonnen. Und ich glaube, den Speer brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir müssen uns da sowieso was einfallen lassen. Schon wieder alles mit, obwohl wir nicht so viel brauchen. Eigentlich nur das Wichtigste. Das ist ein Speer, braucht man nicht, das braucht man nicht. Das können wir uns mittlerweile herstellen. Braucht man nicht, braucht man nicht. Braucht man nicht. Ja, wir lassen das jetzt einfach mal so. Kriegen wir ein bisschen Stofffetzen aus, sehr gut. Die können wir nämlich immer wieder brauchen. Eckers, haben wir überhaupt Kohle mit? Altstoffertrag, warte mal. Diese Leckereien erhöhen die Rohstoffmenge, die nur mit Sammelwerkzeugen abbaut. Scheint interessant, ja. Oh, scheiße, Drops. Immunität gegen Fallschaden. Heimtückische Kätzchen. Seine coole Katze erhöht den Schleichenschaden. Nerd. Kann er das sehen? Jockstäbe. Nein. Wollen wir noch Gefängnisausbrecher. Zeigt diesem Sturmschloss, wer der Boss ist. Schlösser knacken ist immer erfolgreich.
nehmen wir das mit. Was das? Wir haben jetzt einmal die ganze Süßration mitgenommen. Oh, mein Freund ist auch wieder unterwegs. Man nannte ihn Egghead. Beavis und Buttheads Bruder. Scheiße war, Beavis und Butthead damals geil. Ich weiß nicht, gibt's in die Richtung noch irgendwas? Na, gell? Kältewiderstand. Und da ist irgendwas. Wir packen es einmal ein. Bitte frag mir jetzt nicht wegen der Sinnhaftigkeit dahinter, dass ich den scharfen Zeitpack, obwohl wir nicht brauchen. Aber wahrscheinlich, weil das Spiel Rollenspielelemente hat. Wahrscheinlich deswegen. Jetzt gerade mal daher mit den Abwürfen, der Sack. Die haben keine hin. Ich höre ein weibliches Stöhnen. Super, und da war jetzt was drinnen. Hey, was ist nachladen? Da siehst du, was das für eine. Was das für eine ungute Alte ist. Nein, mit der Crescentia, da brauchst du nicht spülen. Bei der Scheiße da nix, die haut da rein. Und wenn der nur einen Kochtopf erwischt. Das ist eine harte Medusa. Ich hau da rein. So, ist natürlich alles nur ein bisschen ein Spaß. Mein Gott. Ich hab's eh schon mal erwähnt. Spaß ist subjektiv. Aber das ist halt mein Humor. Ich lebe da ein bisschen das ist also eine Mischung aus Provinz und Land. Ja. Meine Heimatstadt ist ungefähr die zweitgrößte da in der Steiermark. Und der Rest, was jetzt nördlich und westlich von uns ist, du verfügst nicht über die erforderlichen Fittriche. Das tut so weh, Alter, ich muss aufpassen, ehrlich. Einmal zu viel den Daumen abbogen und dann. Aua! Aber, Depperter, wenn du deppert bist und jedes Mal immer wieder die gleiche Scheiße fabrizierst. Dann darfst du halt nicht wundern. Wie oft haben sie da gesagt, pass auf, was tust du, du tust doch schnell weh. Ich hab nicht hören wollen und natürlich haben wir halt wieder weh da. Ich werde auch nicht schlau. Okay. Braucht man nicht. Yeah.
Wäre nicht das erste Mal, dass mit der Wanderhorde oder eine Horde zerlegt und zerpulvert. Kurzer Blick. Kruzifix, der Daumen tut halt schon so weh. Das ist noch ein Kerl. Ich weiß nicht mehr, wie die Space-Tasten benutzen soll, ohne dass der Scheiße nicht dreht. Super. Weißt du was? Zwar kein immer. Das dann auch weg. Also. Zerlegen wir. Ah, die Schlange ist voll. Super. Was tut's davon? Haben wir Federn? Nö, brauchen wir nicht. Der medizinische Vorrat ist immer wichtig. So, hilft aber nichts, wenn wir nur Scheiße kriegen. Es war sehr endlich, von woher das Sprichwort rührt, man bekommt, was man verdient. Wahrscheinlich ist das weh. Braucht man eigentlich auch 44er Muni? Du hast jetzt länger dabei. Zu wurscht. Somit hätten wir das nächste Gebäude erledigt. Das wird da mal gleich markieren. Erledigt. Was wir haben, das haben. Wir sind so überladen. Wurscht, passt was? Wir werden die Vorräte holen. Beziehungsweise wir werden uns den Abflug schauen. Super, was das, wir müssen da wegkommen. Aber ich glaube, wir werden demnächst dann einen Schwierigkeitsgrad aufgehen. Ja. Ja, das ist selbst mir schon ein bisschen zu leicht. Ich würde es nicht unbedingt auf total schwer, beziehungsweise auf Albtraum oder Legende, das ist mir alles wurscht. Ich spiele auch gern Spiele auf normal durch, allerdings, aber Diesel. Oh! Grüni, du geile Sau, du! Wenn ich jetzt sag, du geile Sau, ist das sexistisch? Ich weiß es nicht. Wenn du
Wenn du eine Frage, wenn du eine Antwort hast auf diese Frage, dann bitte ab in die Kommentare. Denn ich weiß es. Ich habe das schon irgendwo mal erwähnt. Ich kenne mich in der heutigen Zeit nicht mehr aus. Was nehmen wir denn? Was muss? Wie habe ich sie getauft eigentlich? Augi, genau, sie ist es, Augi. Komm her, Augi, komm her, du! Jetzt hat sie sich angeschissen. Das war der letzte Lebensfurz. Mhm. Hier kam nur eines in... Nein, das reimt sich nicht. Ich liebe dieses Spiel für seine Gewaltdarstellung. Oh geil. Warte kurz. Falls uns jetzt ein Bär über den Weg läuft, dann können wir uns gleich mal wehren. Den schießen wir mit Popo Arsch. Ah, mit Popo. Ja. Schützen. Wie nennen wir sie? Komm her, du! Ja, komm her! Ja, komm her, du! Rindsvieh! Ja, komm her, du! Lauter Blödeln, habe jetzt irgendwas gehört, was ich noch nicht kennt habe. Ah ja. Was weiß ich nicht genau. Dieses Spiel hat so furchtbar viele Geräusche, die ich noch nicht kenne, die ich auch nicht benenne, die ich auch nicht benenne, weil ich sie noch nicht kenne. Shamway Foods. Die Mama, Annie? Ich glaube, wir müssen umziehen. Irgendwo anders ziehen, aber ich weiß nicht wo. Haben wir irgendwas dabei? Wir haben gar nichts dabei. Lauter Scheiß. Was? Wir sind schon so derbe überladen. Aber wir nichts hergeben. Also. Wir haben eine gesprenkelte Warteschlange vor uns. Hm? Das heißt, sie wartet und wartet und wartet und wartet. Oh nein. Na, das tue ich. Schockern ziert, da könnte man mal schauen. Ich habe das beide Arme angefangen, aber nie fertig gemacht. Und das meine ich damit, weißt du, ich spiele so riesig, so umfangreich und ich sehe nicht ein, warum ich jetzt von Anfang an so hier arbeiten muss, dass ich beim dritten Blutmond alles hab. Eine perfekte Verteidigung und dann geht halt einmal was schief. Mein Gott. Doch alles miteinander kein Problem. Dass ich das Radl jetzt nicht neu erfinde, damit den Scheiß, den ich da mag. Das besessen bin ich mir bewusst. Da brauche ich die eh nicht dazu. Weißt, war einfach, wenn ich weiß, du huckst dich hin und dir taugt es und du schaust es. Den Scheißdreck da, den ich da vertraue und mache und tue.
Das befriedigt mich dann. Jo. Aber wenn ich jetzt ein bisschen anders bin wie andere, aber das liegt dann wahrscheinlich an meiner steirischen Herkunft. Jetzt Arbeitskollege von mir so schön gesagt, wir Steirer sind ein bisschen hinten nach in vielen Dingen. Und wenn ich so ein bisschen fressen, weißt du was? Den nehmen wir zur Vorsicht nochmal nichts. Oh! Wir entledigen uns zuerst diesen Herrn da. Schöne Bredouille. Ich hätte mir das jetzt nicht gedacht, dass man die Stunden, die ich das versammelt habe in das Spiel, einen Spaß gemacht haben. Hätte ich mir das nicht gedacht, ehrlich nicht. Oh, Stufe 5. Voll geil. Jo, und jetzt? Jetzt sind wir voll bis unter die Achseln. Zerlegen. Wir brauchen den Schasen. Den Schasen. Unehrenhafte. Los mal das. Jetzt weiß ich nicht, was wir brauchen und was nicht. Weißt du was? Wie weit ist denn nach Hause? Das war ja gleich da herunten. Gut. Wir werden nochmal unser schönes Popochen nach Hause bewegen. Genau, wir werden unseren Arsch nach Hause bewegen, werden das Ganze noch ein bisschen verräumen und vielleicht machen wir noch ein bisschen weiter, ich weiß es noch nicht. Eigentlich habe ich eine halbe Stunde angesetzt, aber ich weiß, dass wir die halbe Stunde jetzt nicht schaffen werden. Weil wie du siehst, es gibt ja immer irgendwas, was du finden kannst, was du machen kannst, etc. etc. Das Spiel ist so umfangreich. Nur fällt mir gerade was ein. Wir haben jetzt Tag 7. Wir haben jetzt noch genau eine Woche bis zum Blutmond. Der erste Blutmond, der wird wahrscheinlich nix, weil ich schon viermal gestorben bin. Da kannst du jetzt einen Furz drauf lassen, außer ich gehe her und stelle die Blutmondmenge von Zombies ein bisschen auf, damit wir wenigstens ein bisschen was davon haben. Das könnte ich machen beim nächsten Mal. Ja, das machen wir. Genau. Ah, haben wir es mal entlang. Weißt, jetzt können wir uns wenigstens ein bisschen gegen die Bären auch verteidigen, wenn sie ist. Ja, das ist das, was ich vorhin in der ersten Episode vom 3-Stunden-Dings habe ich das gesagt,
dass mir das Spiel in die ersten 14 Tage extremst langweilt. Wenn du nämlich dann ein bisschen mehr Waffen hast, wenn du dann schon ein bisschen eine Verteidigung aufbauen kannst, dann hast du einfach eine gewisse... Dann hast du nämlich schon eine gewisse Grundbasis, weißt, wo du sagen kannst, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Genau. Warte mal kurz. Was macht das für einen Unterschied? Level up haben wir noch keins, gell? Ah. Ja, das wird schon ein bisschen zu leicht. Aber ich glaube, ich werde in der nächsten Ausgabe ein bisschen den Schwierigkeitsgrad abgetan. A Stufen. Ich schaue ja nur gerade nebenbei ein bisschen nach einem Ort, den wir einen Blutmond nehmen können. Nein, das Gebäude ist mir zu groß. Und das da haben sie sicher gleich angetragen. Super, so kann ich wieder die ganze Paletten da drin aufgescheicht. Ich will keine Ahnung, da.